Ich würde mal sagen, ich gehe auf Dexterity erstmal. Obwohl, ich kann dann von da aus noch da runter gehen. Kann hier die Dexterity und die Sachen dann freischalten. Ja, das klingt besser. Also ja, das Skillsystem ist ziemlich interessant gewählt. Split Arrow ist kurz vom Level ab. So. Noch eine schäbige Weste. Na komm, geht weg. So, weg mit euch. Level up. Ja, will ich ableveln, so, damit er etwas stärker wird. Wie viel verschießt er jetzt? Ah ja, jetzt verschießt er 3 Pfeile schon. Hm? Gegen einzelne Kannibalen nicht besonders effektiv. Aber gegen mehrere und Irks. Ja, man merkt, wir sind bei den Kannibalen. Also bis jetzt ist das Spiel noch ziemlich leicht, muss ich sagen. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Ich meine, gut, ich renne vor ihnen weg und kann Fernkampf. So. Kommt, sterbt. Aber ansonsten ist es nicht gerade besonders anspruchsvoll, aber es ist bis jetzt ziemlich viel Hack and Slay eigentlich schon, also düster, wie man es von Diablo kennt. Hat ein paar nette Einfälle, zum Beispiel, dass man Fähigkeiten durch Edelsteine kriegt. That would only slow me down. Was haben wir jetzt da gekriegt? Ein Freezing Pulse. Ah, eine Fähigkeit, eine magische Fähigkeit. Damit können wir, wenn wir das irgendwo reinsockeln, gucken wir mal, wie sieht das aus? Ah ja, genau, können wir so eine Frostwelle machen. Und dort ist ein Klapp, den wir hier nicht mehr unterbringen können. Weil wir einfach keinen Platz mehr haben. Das ist doch jetzt gemein. Okay, den Klapp brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Wir haben nur noch 2 Zepters, die wir identifizieren können. Ich will mal kurz in den Shop gucken. So. Neu hinzugekommen. Halloween Bundle. Account. Ja, Scherze, Tabs gedreht. Charakterslot. Stash Tab Bundle zu extra Dinger. Pets brauchen wir keine. Also mit dem Account kann man nur seine Lagertruhe erhöhen. Schade. Täglicher Deal? Nee. New. Kann ich hier irgendwas reinpacken? Bringt mir das was? Nö. Ich kann da nichts reinpacken. Okay, da muss ich mit dem kleinen Inventory hier leider leben. Ah. Nee.
Ich dachte, ich könnte das Ding irgendwie ausblenden. Nein, aber kann ich leider nicht. Kann ich es kleiner machen vielleicht irgendwie? Aber ich kann die Chats ausmachen, dass nur noch Systemnachrichten kommen. Aber nö. Dann gehen wir jetzt erst einmal wieder zurück ins Lager. Mein Inventar leeren. Also entweder sind die Gegenstände etwas zu sperrig oder mein Inventar ist zu klein. Oh, und hier sind jetzt auf einmal Leute. Hallo. Sell Items. Ja, das kannst du alles haben. Das Schwert noch. Das hier noch. Die sind nicht... Obwohl, die haben Geschick. Nö. Ich denke, ich habe schon genug Gegenstände mit Geschick. Eine Schriftrolle der Weisheit und drei Fetzen. So. Da haben wir schon mal wieder drei Schriftrollen der Weisheit zusammen. Wir können die sogar nutzen, um die Gegenstände zu identifizieren. Ach, Mist, ich hätte gucken sollen, ob ich die auch so verkaufen könnte. Naja, gut. Okay. Dann geht's jetzt wieder raus zur Küste. Nehmen wir nicht an, dass hier jetzt Gegner respawn war, oder? Nö, ist alles tot noch. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist, ob die Instanz für mich alleine gespeichert wird. Kann ich mir auch irgendwo das Questlog angucken. Ah ja, Workpanel. Ich bin jetzt in der Küste. Und will danach lang weiter. So ist es richtig, die Richtung richtig, über die ich mich hier halte. Ja, jetzt muss ich hier den Strand nach Norden hoch. Jetzt kann ich den Klapp ja mal mitnehmen. Hallo Kannibale. Bogen. Und ich finde es cool, dass die Pfeile in ihm stecken bleiben. So, hier Feuerpfeil für dich mal. Und ich habe Eisenhüte. Die alle nichts können. Na gut. Oh, noch mehr von euch. Da kommt her. So. Schwert, Portalschriftrolle. Zauberstab. Und hier geht's wieder zum Strand ab. Schriftrollen sind gut. Die sind nämlich nicht nur zum Identifizieren, sondern auch als Währung geeignet. Kannibale. Eine verwitterte Hülle. Na, sterbt. Du hast ein paar Pfeile von mir im Kopf. Und hey, in dem Wasser kann man langlaufen, ne? So. Jedenfalls in dem Teil hier von dem Wasser. Ein Quiver. 2 bis 3 Kälteschaden. Sowas finde ich auch immer nett, dass man in der
Zweithand was tragen kann. Also selbst wenn man eine zweihändige Waffe benutzt, dass da irgendwas dann halt reinkommt, wie zum Beispiel jetzt hier der Bogen. Ein Korallenring, den gucken wir uns auch gleich mal an. Was macht der denn? 22 Maximalleben. Auch nicht schlecht. Was sagt denn die Sache hier? Oh, die steigert sich langsam weiter. Das hier steigert sich, obwohl wir es gar nicht benutzen. Das will ich eigentlich auch gar nicht benutzen. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf Dexterity-Fähigkeiten, wenn schon mit dem Charakter, wenn sie schon nur auf Dexterity ist. Und wir betreten die Insel der Gezeiten. Oh, hier wird es etwas heller. Das heißt nicht, dass es einladender ist, weil wir haben hier noch mehr Kalibalen. Die ist zwar bröselt, wenn wir sie einfrieren. So. Und hier müssen wir irgendwo ein Medizinschiff finden. Plattenweste. That would only slow me down. Buckler. Eine Flasche für Leben, hm? Aber jetzt haben wir 4 Stück davon. 4 Stück brauchen wir nicht unbedingt. Was willst du? Was ist das? Das ist ein Schild. Plattenweste, Wollschuhe. Die dürften wir da noch unterbringen können, wenn wir das und das da hochschieben. Okay, dann probieren wir mal Taumportal aus. Oh, sieht genauso aus wie das in Diablo. Und wir landen hier. Hm. Okay, dann verkaufen wir mal Sachen bei Nessa. Rostiges Schwert, Zauberstab, Bogen, Bogen, noch ein Bogen. Was kriegen wir denn da? Blacksmith Schleifstein. Klingt nützlich. Ach, jetzt haben wir schon mal 2 Schriftrollen zusammen. Ach, das ist ein Energieschild. Wo auch immer man das platziert. Ah, im Helm. Okay, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Nö. Gut. Können wir das noch dazugeben? Ja, können wir. Nee, aber den behalte ich mal. Ich will wissen, ob, wenn ich den steigere, ob der mir mehr bringt. Was passiert, wenn ich die verkaufe? Gar nichts. Okay. Akzeptieren. Und dann habe ich jetzt hier einen Schleifstein, mit dem ich eine Waffe besser machen kann. Ja, will ich aber nicht noch nicht unbedingt. Was ich will, ist eine dieser Flaschen noch verkaufen. Was bringst du mir? Ein Schriftrollenfragment. So, Schriftrolle getauscht. Jetzt könnte ich mal was kaufen. Ein Transmutation Orb. Transmutation, das sind alles Orb of Chance, Orb of Transmutation. Die sind schon Medium und eine Medium Lebensflasche. Brauchen wir alles nicht. Ich hätte gerne noch eine kleine Mana-Flasche eigentlich.
Ja. So, kaufen wir die mal.